Beim Kochen muss man ständig wachsam sein, aber genau das macht auch so Spaß, weil man ja innerhalb kürzester Zeit ein Ergebnis sieht, weiß, ob einem etwas gelungen ist und das dann im besten Fall mit einem Lächeln des Gastes noch quittiert bekommt. Und das ist natürlich eine schöne Motivation. Das Witzige ist, ich komme ja aus Stuttgart ursprünglich und als ich das erste Mal ins Ruhrgebiet gefahren bin, bin ich mit der Bahn nach Kettwig gefahren, um ein Praktikum zu machen. Und ich habe dann angerufen, weil ich dachte, dass ich falsch bin, weil alles grün und bergig war und eigentlich aussah wie Stuttgart. Und dann habe ich ein bisschen beschrieben, wie die Umgebung aussieht. Nee, sie sind hier richtig. In der Schote machen wir Gourmet-Küche, doch, also etwas aufwendiger. Haben 2011 dann auch einen Michelin-Stern bekommen. Dann irgendwann habe ich gesagt, ich würde gerne noch mal ein Restaurant machen, was ein bisschen bodenständiger ist, wo ich meine Heimatküche anbieten kann, schwäbische Küche, Ruhrgebietsküche, Brasserie-Klassiker. Und habe dann das Müllers eröffnet und hier gibt es noch einen Imbiss. Wir machen noch viel Caterings, fahren viel raus und haben in Los Angeles schon gecatert und auf Mallorca, in Ghana. Das ist ja das Schöne an dem Beruf, ob man jetzt irgendwie Lust hat, als Surfer durch die Welt zu tingeln oder ob man lieber die weite Welt auf dem Schiff sehen möchte oder die Sicherheit vielleicht in einem Betriebsrestaurant. Die Palette und Bandbreite dieses Berufes sind einfach immens. Und ich bin total froh, dass ich es gemacht habe. Ich bin gerne bei befreundeten Gastronomen, die es ja zuhauf auch auf der Rüttenscheider gibt. Ich bin gerne in den verschiedensten Stadtteilen von Essen und entdecke immer wieder gerne was Neues, ob man irgendwie nach Steele an die Ruhr fährt und dort bemerkt, dass das dort so eine riesige Ruhraue gibt, wo man irgendwie auf der Wiese grillen kann oder ob es Kettwig und Werden sind, wo man irgendwie wunderbar Eis essen gehen kann oder so. Also das ist so viel Interessantes da, was gut ist für ein spannendes Leben.